Und wieder war es ein Montag und wieder war es Impfstoffhoffnung, die sozusagen hier eine massive Rallye nochmal hatte starten lassen. Allerdings war diese Rallye nicht ganz so massiv wie eben Montag vor einer Woche. Die Moderna-Meldung gestern hat also nicht ganz dieselbe Reaktion hervorgerufen wie noch am Montag vor einer Woche die Pfizer-BioNTech-Meldung. Damals ja die Situation, dass wir eine unglaubliche Rotation gesehen haben von Growth in Value, der Nasdaq damals negativ, die anderen in die ist massiv gestiegen. Gestern war es so, auch der Nasdaq war positiv und die anderen Indizes, wo eben viel Value drin ist, die sind nicht so stark gestiegen wie Montag vor einer Woche. Man gewöhnt sich also ein bisschen scheinbar an die Situation und jetzt stellt sich die Frage, naja, wie viel Potenzial ist eigentlich noch da? Wie viel Potenzial ist noch nach oben? Das ist die große Frage. Und ich meine jetzt zunächst mal das kurze Zeitfenster, also nicht übergeordnet die nächsten 5 Jahre, wer also langfristig Aktien hält, der ist von dieser Frage weitgehend unberührt, sondern ich meine jetzt eher die kurzfristige Perspektive und vor allem die Perspektive in den USA. Gestern haben wir ja gesehen, dass der DAX nicht wirklich diese Rallye mitgemacht hat, nicht mal ein halbes Prozentchen gestiegen. Wenn wir uns mal die Sektoren in den USA anschauen, die gestern stark gewonnen haben, dann war es mal wieder Energie, waren es mal wieder Materials, Industrials, weniger. Zum Beispiel Information Technology, aber auch positiv. Also es waren die Tech-Werte, die gestern nicht abverkauft wurden. Das ist der große Unterschied zur Woche davor mit der Pfizer-BioNTech-Meldung. Interessant ist, dass der einzige Sektor, der verloren hat, Healthcare ist. Also das, der Gesundheitssektor, der Pharmasektor. Vielleicht, weil eben Pfizer negativ war, BioNTech gestern ja doch stark gefallen. Schlichtweg, weil wenn dieser Impfstoff von Moderna käme, er viel leichter zu lagern ist. Er muss nicht so deutlich runtergekühlt werden. Das erleichtert die Verbreitung etc. Dementsprechend das Minus bei BioNTech und Pfizer erklärbar. Insgesamt sehen wir aber, dass die Märkte nicht so stark reagiert hatten, wie gesagt, wie noch vor einer Woche auf die Pfizer-BioNTech-Meldung. Die Anleiherenditenprinzip kaum verändert, auch der Dollarindex kaum verändert. Ja, wir hatten eine leichte Outperformance von Value zu Growth, aber eben deutlich abgeschwächter als zuvor. Also wir haben sozusagen einen nachlassenden Wirkungsgrad der mentalen Impfstoffe. Wirkung in die Hirne der Investoren, könnte man sagen. Das ist ein Gewöhnungseffekt, der jetzt langsam einsetzt und wir wollen uns diese Meldung von Moderna mal anschauen. Da ist es ja so, Moderna hat 30.000 Probanden dieses Mittel, diesen Stoff verabreicht. Und dann musste man warten, ob die Leute und wie viele Leute sich infizieren, weil man darf ja nicht absichtlich diese Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Und siehe da, dann haben sich 95 Menschen von diesen 30.000 infiziert im Rahmen dieser jetzt wieder ansteigenden Corona-Welle in den USA. Und 90 davon sind praktisch nicht, haben eine Infektion, aber keine Symptome. 5 davon sind infiziert und haben Symptome. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was sozusagen jetzt eigentlich mit dieser Geschichte der Fall ist. Vor allem haben wir eine minimale Datenbasis. Das wäre so, als würden Sie eine Meinungsumfrage unter 95 Leuten machen und dann sagen, naja, dann haben wir ein allgemeines Stimmungsbild in der Bevölkerung. Ist natürlich Quatsch, wenn Sie da 3 Extremisten drunter haben, dann haben sie einen überproportionalen Anteil von, naja, etwas schrägen Gestalten. Also 95 Menschen ist nach meiner Auffassung viel, viel zu wenig, um eine statistisch wirkliche Relevanz zu geben. Bei Meinungsumfragen, zum Beispiel politischen Meinungsumfragen, werden immer mindestens 2.000, 3.000 Leute befragt, also das 20-, 30-fache. Das heißt, wir sehen nach wie vor, passiert das hier auf einer extrem dünnen Datenbasis. Wir sehen weiterhin, dass sozusagen ja nur hier die Symptome verhindert werden können, nicht die Infizierung. Um das Virus wirklich zu besiegen, müsste man im Prinzip die Leute dahin kriegen, dass sie sich gar nicht infizieren, denn dann wäre das Virus am Ende. Das nur mal nebenbei, also minimalste Datenbasis, minimalste statistische Ausgangsbasis, würde normalerweise jeder Statistiker sagen, Leute, das ist nicht relevant. Und da kann ich eigentlich überhaupt keine Aussagen zutreffen, aber für die Märkte ist das irgendwie relevant. Die haben sich da sehr, sehr gefreut. Wir wollen uns jetzt mal der Frage widmen, wie viel Aufwärtspotenzial haben wir eigentlich noch? Und wie gesagt, Fokus auf die US-Indizes. Fokus auf das kurze
Zeitfenster. Und wir sehen hier den S&P 500 ziemlich weit entkoppelt vom 5-Tages-Durchschnitt. Das ist diese Linie, die Sie vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Dann haben wir das obere Band der Bollinger Bänder inzwischen erreicht und kommen jetzt an länger laufende Aufwärtstrendlinien, haben eine Divergenz oben im RSI, sind in der Stochastik extrem überkauft. Also wir sind eigentlich in allen Parametern überkauft. Wenn wir uns jetzt die Situation mal hier in einer anderen Grafik anschauen, da sehen wir unten den VIX, also Volatilitätsindex, invertiert. Diese Charts sind von Michael Silver von Figuring Out Money, sehr, sehr guter Kanal. Und wir sehen nur 18 Aktien im S&P 500 sind negativ in diesem Monat. Wir sehen oben den RSI fast bei 70, zeigt eine Überkauftheit. Wir haben jetzt 6 Gaps nach oben gerissen und wie gesagt, wir kommen jetzt an das obere Bollinger Band an. Und hier sehen wir das nochmal auf anderer Perspektive. Da sehen wir unten wiederum den Weg, sondern sehen wir, da ist eigentlich eine Bodenformation, zumindest eine deutliche Unterstützung. Und wir haben jetzt eben diese Gaps nach oben und eine negative Divergenz wiederum im RSI. Also wir sind jetzt, und das ist ja vielleicht der entscheidende Punkt hier, 15%, knapp über 15% vom 200-Tages-Durchschnitt entfernt beim S&P 500. Da verläuft dieser 200-Tages-Durchschnitt so um und bei 3140 Punkten. Und normalerweise ist es so, dass so bei 12, 13, 14, spätestens 15% Schluss ist, weil die Märkte dann einfach zu weit laufen. Mein Argument ist also jetzt nicht zwingend, dass dieser Impfstoff nicht kommt. Das wissen wir nicht. Jedenfalls ist es nicht sicher, dass er kommt, dass er die Wirksamkeit hat. Das halte ich für extrem unsicher, weil die Datenbasis zu gering ist auf der einen Seite. Ich argumentiere hier aber vor allem technisch mit den verschiedenen Parametern. Und hier zum Beispiel sieht man, dass wir jetzt schon 2 Standardabweichungen von eben diesem 200-Tages-Durchschnitt entfernt sind beim S&P 500. Wie gesagt, das sind Dinge, die wir in den letzten Jahren, fast bis Jahrzehnten, meistens war dann hier Schluss eben bei diesen 2 Standardabweichungen. Kann diesmal anders sein. Märkte können länger irrational sein, als die eigene Liquidität reicht. Das muss man den Shorties zurufen. Aber es ist eben so, dass das Aufwärtspotenzial jetzt relativ begrenzt ist. Das Chance-Risiko-Verhältnis scheint auf dieser Ebene jetzt aktuell relativ ungünstig zu sein. Das sehen wir auch hier. Die Aktien im S&P 500, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, 86% mit der höchsten Wert der letzten Jahre. Was soll da noch kommen, fragt man sich. Wie weit soll das noch nach oben gehen? Und noch krasser ist die Situation hier im Chart von Michael Silver beim Dow Jones. Hier sehen wir diese massiven Aufwärtsgaps wieder jetzt am oberen Bollinger Band. Wir sehen den RSI überkauft. Also alle Parameter sind eigentlich auf Anschlag. Deswegen die Frage eben nochmal, wo ist jetzt kurzfristig die Luft nach oben oder wo ist möglicherweise das Potenzial nach unten? Normalerweise bei solchen Werten erlebt man eigentlich regelmäßig historisch gesehen eine Zwischenkorrektur. Das heißt jetzt nicht, dass wir in einen Crash kommen, dass die Dinge wirklich abstürzen, aber dass wir eine Korrektur sehen, denn wir sind massiv überkauft, die Stimmung ist extremste bullisch, alle sind schon drin, hat man den Eindruck. Wir hatten ja diese massiven Zuflüsse in amerikanische Equities gesehen in der letzten Woche nach der US-Wahl, dann kam ja die Pfizer-Meldung, dann kam die Moderna-Meldung, also was soll schiefgehen? Es kann aber jetzt auf diesen Niveaus eben doch einiges schiefgehen. Wer jetzt kauft, der kann vielleicht dann doch bald unter Wasser sein. Noch krasser teilweise die Situation beim Russell 3000, da sind mehr als 50 Aktien über 50% gestiegen. Auch hier selbes Bild, RSI extrem überkauft, Stochastik extrem am Anschlag und wir sehen diese massiven Gaps, wir sehen den Spike praktisch schon über das Bollinger Band, also das sind diese Value-Werte überwiegend im Russell 2000. Und da fragt man sich, was soll die Fed eigentlich jetzt noch machen angesichts einer Situation, wo jetzt die Financial Conditions, also praktisch wie leicht ist es an Kredite zu kommen, so lax sind wie noch nie, noch viel, viel laxer als vor der Corona-Krise. Also da muss jetzt unbedingt nochmal was gemacht werden, da müssen unbedingt nochmal Anleihen gekauft werden, das bringt der Wirtschaft ja eigentlich gar nichts, es senkt eben dann die Anleiherenditen, was wiederum den Aktien zugutekommt, weil dann die Anleihen als Alternative zu den Aktien unattraktiver werden, es schürt damit die Ungleichheit der Vermögen, denn diejenigen, die bereits Aktien haben oder in großen Stile Aktien haben, profitieren, die anderen profitieren nicht, also da ist nach meiner Auffassung wenig
Sinn und Verstand, wenn man jetzt nochmal eine Lockerung betreiben würde. Wie die Amis jetzt aufgestellt sind finanziell, das werden wir sehen an der Konsumlaune. Heute die Daten, die veröffentlicht werden zu den Einzelhandelsumsätzen. Ja, die wichtigste Kenngröße in den USA, Konsumwirtschaft. Dementsprechend der Konsum wichtig, 1,9% in dem Vormonat der Wert, jetzt 0,5 plus erwartet. Mal sehen, was dabei rumkommt. Jedenfalls eben seit August gibt es keine Schecks mehr. August, September, Oktober. Die Daten, die wir heute bekommen, sind aus dem Oktober. Es wird also der dritte Monat sein, wo man praktisch nicht mehr vom Staat alimentiert wird. Und es sieht ja derzeit auch nicht aus, als würde der Stimulus bald kommen. Einer hat gute Laune heute, das ist Elon Musk. Denn gestern Abend wurde bekannt, dass Tesla doch in den S&P 500 aufgenommen wird. Die Aktien von Tesla dann nachbörslich um mehr als 5% gestiegen. Das wird bedeuten, dass Fondsmanager etc. ETFs umswitchen müssen. Die müssen dann andere Werte teilweise verkaufen, um Tesla eben aufzunehmen, um praktisch die Gewichtung dann zu adjustieren. Tesla dürfte dann 1% etwa des S&P 500 an Marktgewichtung ausmachen. Also es lohnt sich, wenn man ein bisschen Bilanzen frisiert, dann kommt man auch in den Leitindex S&P 500. Noch eine Meldung hier zu Donald Trump. Der wollte offenkundig laut Beratern noch kurz vor knapp mal ein bisschen den Iran bombardieren, zumindest hier die Nuklearanlagen des Iran bombardieren. Praktisch eine dann absehbare Eskalation. Es ist ja das Hauptargument der Trump-Freunde ja immer, der hat keinen Krieg angefangen, nicht? Das ist natürlich richtig, aber hat er das aus einer pazifistischen Haltung heraus gemacht? Das halte ich für etwas unwahrscheinlicher. Es hat den USA nicht genützt, es hat vor allem ihm nicht genützt, deswegen hat er keinen Krieg angefangen. Aber hier will er vielleicht noch mal in letzter Sekunde ein bisschen aufs Gas drücken. Also die pazifistische Motivation würde ich mal zumindest hinterfragen bei Donald. Wir haben dann Meldungen, dass möglicherweise nächste Woche schon ein Brexit-Deal stehen wird, allerdings mit vielen Fragezeichen weiterhin versehen. Und wir haben jetzt die Situation, dass auch Schweden die Corona-Maßnahmen strikt nach oben fährt, geht nicht praktisch in Fitnessstudios, geht nicht in Bibliotheken, gibt keine Abendessen, cancelt all das, sagt der Premierminister Löfven. Und Schweden war ja das Vorbild sozusagen für viele, die den Umgang hier kritisch sehen mit den Maßnahmen. Das kann man ja auch durchaus tun. Da gibt es auch viele Ungleichgewichte, wo man sich fragt, ja, das ist erlaubt, das andere nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist natürlich schwierig. Man muss das irgendwie ja holzschnittartig machen. Man kann nicht sagen, wir machen 7.328 Ausnahmegenehmigungen. Da muss man auch Verständnis haben. Jedenfalls sehen wir, dass die Zahlen in Schweden nach oben gehen und die Schweden jetzt so restriktiv vorgehen wie noch nie, also deutlich restriktiver als im Frühling. Wir sehen in den USA ja jetzt erste Einschränkungen oder deutlich stärkere Einschränkungen in Kalifornien, in vielen Bundesstaaten. Also das wird jetzt das Thema. Fehlender Stimulus, Corona, die Zahlen steigen und der Impfstoff wird so oder so breitenwirksam nicht vor Ende Frühling verfügbar sein. Dementsprechend bleibt das Problem ja erstmal bestehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Kurzfristig scheint mir jedenfalls die Luft nach oben sehr begrenzt bei den Aktienmärkten der USA. Das war mein Ausblick auf die Dinge. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Dienstag. Bis dann, Servus und Ciao.